eingebunden ist, wenig trainieren kann. Deswegen schön zu sehen, dass sie jetzt gerade aufblüht. Und Lisa Besenhardt als Ersatztorhüterin. Und jetzt haben sie den Ball. Und Julia Schiller beruhigt das Spiel, spielt nicht den Ball vor auf Julien Wald, sondern beruhigt das Spiel. Und jetzt der ruhige Aufbau und die Chance zur 2-Tore-Führung für Grün-Weiß-Schwerin. 4 Minuten sind es noch auf der Uhr. Und Julia Grünwald holt den 7 Meter raus. Das ist die dritte 2-Minuten-Strafe. Wenn es jetzt 2 Minuten gibt, dann sind es die dritten, ja. Gibt es nicht. Nein, gibt es nicht. Haben wir kurz mit reingehört jetzt. Steffen, du arbeitest technisch gut, aber die Emotion ist mit. Anna Linke scheitert. Vom 7 Meter und muss jetzt schnell zurück zum Wechsel mit Sarah Bischof. 7 Meter nicht drin, das wäre die Chance gewesen, natürlich um 2 Tore. Das war schön gespielt. Und dann das Tor durch Anja Klemann. Ihr erstes in diesem Spiel. Der Ausgleich 29-29. 3 Minuten noch. Ganz, ganz enge Kiste hier. Traut sich Julia Schiller nicht, bricht ab und dann können wir aufs passive Spiel warten gleich wieder. Ich denke, es wird gleich soweit sein. Oh, hat Marie Kluth gut gelöst, Katrin Hilger, klasse, und da gibt es den 7 Meter. Vollkommen richtig. Dann hat Marie Kluth stark gemacht, diesen Ball A noch zu fangen und dann B so weiter zu spielen, ja, an Katrin Hilger. Steffen hat großes Vertrauen in seine 7 Meter Werferin. Ja, an der Linke. Eine Quote von 50%. Aber er glaubt an sie, sie glaubt an sich und geht zum Punkt. Und ja, an sich etwas stärker. Jetzt und mit viel, viel Glück. Torhüterin hat den Ball schon am Fuß. Gott sei Dank. 30-29 an der Linke. Aber war die Torhüterin wirklich dran? Ja, sie hat den Ball komplett auf der Fußspitze gehabt. Ich hatte das nicht ganz gesehen. Ich habe einen langen Hals gemacht, ich konnte es erkennen. Wir können ja mal zur Regie hochgucken. Der hat es auch nicht gesehen. Ja. Jetzt steht sie auf dem kurzen Pfosten, lässt ihren zweiten, ihr erstes Bein und ihr zweites Bein lässt sie natürlich stehen. Das, was sie anfangs oft verkehrt gemacht hat. Und jetzt hat man hier die Möglichkeit, 1,5 Minuten vor Schluss mit 2 Toren in Führung zu gehen und seine kleine Vorentscheidung einzuläuten. Ute Schiller, Sarah Bischof, oh, an den Pfosten. Schade. Und dann kriegt sie den Ball nicht gefangen, sonst wäre das die Möglichkeit gewesen. Dann wäre sie durch gewesen. Gut, hat Julia Schiller schön zugemacht, trotz alledem. Ja. Pörschke wäre durch gewesen. Steffen steht an der Seite, springt, hebt die Arme. Freiwurf für Wismar. Erst ruft er sein Mittels ruhig, dann brüllt er in voller Emotion. Arme, Arme, Arme. Der Ball ist drin, zählt natürlich nicht, weil es war natürlich schon abgepfiffen. Es gibt Freiwurf für die TSG. Vorher mit der Schrittvariante wieder 4 Schritte zum Torwurf. Mach zu, Mädchen, mach zu. Super. Schön gesehen, Rassel. Tor. So, jetzt bleiben noch 30 Sekunden. 30 Sekunden, um hier vielleicht eine kleine Sensation zu schaffen. 30-30 der Spielstand. Und jetzt können wir das Heft weglegen. Jetzt zählen keine Zahlen mehr. Jetzt zählt die reine Emotion und Nervenstärke. 15 sind es noch. Oh, technischer nein, Fehler. Nein. Bitte nicht, bitte nicht. Und jetzt gibt es 2 Minuten gegen Maria Kluth. Und 4 Sekunden sind es noch. Das kann man eigentlich nicht mehr machen, als wir mehr als direkt den Abwurf suchen. Ich glaube, wir brauchen gar nicht viel sagen. Die Situation beschreibt alles. Unentschieden auf Biegen und Brechen. Nur nach 4 Sekunden ist ein Pass möglich, ein Wurf. Mädels, auf haltet die Arme hoch und holt euch den einen Punkt. Holt euch den einen Punkt. Gott sei Dank.
Und Jule Schiller hat den Ball und rettet den Punkt. 30 Minuten um den zweiten Halbzeit. 30:30 endet das Spiel zwischen Grünwald-Schwerin und der TSG Wismar. Jeweils die zweite Mannschaft. Ich glaube, wir haben ein tolles Spiel gesehen, Roberto. Auf vielen Dank, Fall, dass du da warst. Hätte aber auch heute den Sieg verdient gehabt. Man hat gut gekämpft auf Schweriner Seite. Genau. Da kann Steffen stolz auf seine Mädels sein. Starke aber auch Wismar hat ja ein gutes Spiel gezeigt. Ja, auch wir haben kämpferische Qualitäten in der zweiten Halbzeit zum Schluss gezeigt. Auch wenn man jetzt traurig ist, scheinbar auf Wismarer Seite, das braucht man nicht. Es war ein insgesamt tolles MV-Liga-Spiel, was wir hier gesehen haben. Und damit ist ein schöner Abschluss für diesen Sonntag. Ich bedanke mich, Roberto, dass du da warst. Zuschauer, tschüss und bye-bye. Zusehen und wir sehen uns gleich noch bei den Interviews mit den Trainern. Vielen Dank. Zu 30 endet das Spiel zwischen Grün-Weiß Schwerin 2 und der TSG Wismar 2. Ich wende mich damit erstmal an die TSG. In der ersten Halbzeit hat es sehr gut gelaufen. Ihr habt geführt, habt kurz vor Schluss der Halbzeit quasi noch die große Führung abgegeben. Woran lag es, dass es in der zweiten Halbzeit nicht so geklappt hat? Ja, einmal an der Situation, der Personalsituation, dass gleich 3 Stammspieler wegfielen heute. Und auch ein Teil zu Hause bleiben musste. Das muss man ganz deutlich sagen. Das ist eine ganz schwere Sache gewesen. Und dass Schwerin so ein kampflustiges Volk ist, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sie sich wieder aufbäumen und wieder aufbäumen. Natürlich ist das mit Grüni eine Spielerin, wenn die nicht dabei ist, dann sieht das auch ein bisschen anders aus, weil man hat sich vorher diese Mannschaft angeschaut. Ich muss sagen, er hat das gut gemacht. Und es ist ein gerechtes Unentschieden geworden. Bei uns war die Luft raus. Wir haben gesehen, wie viele Fehler wir gemacht haben, wie viele Bälle wir vergeben haben und Würfe aufs Tor. Und dadurch kam sowas zustande. Darf man sich nicht wundern, wenn man dann einen Punkt in Schwerin lässt. Ja, einen Punkt in Schwerin lassen. Ich sehe ein Grinsen auf deinem Gesicht. Wir haben vorhin miteinander gesprochen. Du hast nicht mitgerechnet. Kann man summieren, du bist zufrieden mit dem Spiel? Ich bin sehr zufrieden, auch mit dem Verlauf. Ich denke, dass nach 60 Minuten das Unentschieden auch gerecht gewesen ist. Klar, wenn man für mich seit Saisonbeginn, und ich bleibe auch weiter dabei, ist die TSG Wismar eine der stärksten Mannschaften der Liga, auch wenn es die Tabelle momentan nicht so hergibt. Und wenn Gitti eben halt sagt, dass sie eben halt auf Personal verzichten musste, trifft das natürlich bei uns auch zu. Deswegen sind wir auch erst zu diesem Schritt gegangen, Jule Grünwald aus der ersten Mannschaft zu uns zu holen. Sie hat ihre Sache sehr gut gemacht, muss ich ein großes Kompliment aussprechen, dass sie sich auch dieser Aufgabe gestellt hat, einfach mal zu ihrem alltäglichen Geschäft, was sie eben halt in der letzten Zeit nicht so nachgehen konnte, in der ersten Mannschaft, eben halt hier sich Selbstvertrauen zu holen für weitere wichtige Aufgaben dort. Ich denke, wir alle wissen, dass die Priorität auch da liegt. Aber nichtsdestotrotz muss ich an die gesamte Mannschaft ein großes Kompliment aussprechen. Sie haben das, was ich gegen Pasewalk bemängelt habe, das, was ich eben halt auch in den letzten 3 Wochen im Training bemängelt habe, mangelnde Einstellung, mangelnde Einsatzbereitschaft zum Spiel, zum Training und so weiter, das haben sie heute vergessen lassen. Es hat Spaß gemacht, der Mannschaft heute zuzuschauen. Sicherlich ist nicht alles Gold, was glänzt, aber nichtsdestotrotz kann man am Ende mit dem Punkt zufrieden sein. Ja, dann möchte ich nochmal direkt einhaken. Wir von unserem Punkt hier aus waren der Meinung, gerade Maria Claude ist heute ein bisschen richtig gut ins Spiel gekommen. Siehst du das genauso? Ja. Sie auch unter anderem, aber wie gesagt, da gibt es viele andere Spieler, die auch eben halt gut mit ins Spiel gekommen sind. Laura hat in der wichtigen Phase viele wichtige Bälle gehalten auch. Klar, man sieht eben halt, wie wichtig alterfahrene Spielerinnen auch sind. Wir haben einen verdammt jungen Kader und die beiden in den 80er-Jahrgängen mit Jule und Maria, die haben dann eben halt das Spiel mit entschieden oder dafür gesorgt, dass wir unentschieden spielen. Aber nichtsdestotrotz bleibe ich dabei, die ganze Mannschaft hat das Kompliment verdient. Ja, auf der gleichen Seite, wir haben beobachtet, das Spiel liegt hauptsächlich über Sarah Dürr und Franziska Rassel. Rösse? Rösse. Du lernst auch noch was. Ja, Spielberichtsbogen ist nicht immer einfach zu lesen, möchte ich mal dazugeben.
Kritik an dir, Gitti. Gut, aber zurück zum Thema. Also hauptsächlich über diese beiden Spielerinnen hat uns der Eindruck, ist denn da die Kraft irgendwo geblieben, weil sagst du ja selber, die Luft war raus? Naja, wenn eine etablierte Rechtsaußen auf der Mitte mit mal spielen muss, wie Pia Zibo, die ihre Sache dort allerdings auch gut gemacht hat heute, eine Franziska Rössel und eine Sarah Döhl, da muss ich zu sagen, Sarah ist heute nicht so aus sich herausgekommen. Das Spiel lief nicht über Sarah, also das Wenige. Die Franziska Rössel hat heute ein sehr gutes Spiel gemacht, die stockt sonst auch ab, aber sie hat heute durchgezogen und Verantwortung übernommen. Und dadurch sieht sowas auch aus, dass das Spiel dann über diese Aufbauspiele läuft. Dass das nachher nicht mehr über die Außen lief, das kann ich sagen. Wer 5 Bälle vergibt, links oder rechts, der hat keine Traute mehr und wird den Ball immer wieder zurückgeben. Allerdings haben sie zum Ende des Spiels dann gerade die beiden Spielerinnen, die fast alles verworfen haben im Vorfeld, dann getroffen, als sie dann doch endlich merken, wo sie werfen müssen. Kompliment an die Schweriner Torhüterin, die viel, viel weggenommen hat. Ja, das war auch unser Eindruck, dass Laura Fischer wieder ein sicherer Rückhalt für ihre Mannschaft war. Aber uns ist auch aufgefallen, dass nach der Halbzeit sich das Wurfbild deiner Mannschaft verändert hat. Habt ihr euch auf den Torwart von Wismar eingestellt? Boah, ich glaube, da haben sie dann ohne mich in der Kabine nochmal alleine besprochen, ob sie das Wurfbild verändern wollen. Nein, das ist so, ein Spieler, egal in welcher Liga sie spielen, müssen sich irgendwo mal auf den Gegner mit einstellen. Und das können sie und das haben sie eben halt getan. Und naja gut, es war ja auch so, dass Wismar eben halt den Torhüter auch mal gewechselt hat, auch uns wieder vor eine neue Herausforderung stellen wollte, weil sie vielleicht gemerkt haben, dass es eben halt nicht mehr so lief, dass sie nicht mehr so sicher war. Nichtsdestotrotz haben sie das gut gemacht, die Aufgabe gut gelöst. Wir standen in diesem Spiel vor vielen neuen Herausforderungen, Rückstand hinterhergelaufen, Führung verteidigen und ja, am Ende stehen wir dann eben halt mit einem Punkt da. Das ist okay. Das ist soweit okay. Ja, ein Punkt aus Schwerin mitgenommen. Jetzt gilt es noch ein Spiel zu absolvieren vor der Winterpause. Naja, es ist ja schon ein Rückspiel. Ne? Also aber vor der, die Rückserie beginnt, aber... Vor Weihnachten? Bezug Güstrow, da müssen wir hin und da müssen wir erstmal sehen, weil das Hinspiel auch nicht so gut gelaufen ist bei uns. Müssen wir sehen, wie es da wird. Ich hoffe, dass alle meine Kranken wieder gesund sind dann bis dahin, dass die Leute nicht arbeiten und nicht unbedingt vor Weihnachten in Urlaub fahren wollen. Das ist immer das Problem bei solchen Spielen, auch in dieser Liga, das ist ein großes Problem. Das ist Freizeit, das ist Hobby, da muss man immer sehen, dass auch Familie noch da ist, ne? Ja, selbstverständlich. Dann wünschen wir für das Spiel bei Bezug Gützow für den Rest der Saison natürlich viel Glück und frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich denke, wir vom Schweriner Fan werden wir uns nicht wiedersehen. Steffen, auch an dich noch die Frage, wo geht's euch weiter, das letzte Spiel vor der Winterpause? Wir spielen in Doberan, was wir gesehen haben, auch aus dem Hinspiel, dass es kein leichtes Spiel wird, auch wenn wir da mit 7 Toren gewonnen haben, haben wir da eine Schwächephase erkennen lassen, wo Bad Doberan auf ein Tor wieder von 2018 auf 23-22 herangekommen ist. Das heißt also, wir müssen diese Aufgabe ernst nehmen und ich bleibe dabei, diese Leistung heute, viele loben das, aber das muss eben halt eine Standardleistung werden für die Mannschaft. Und wenn wir das abrufen, dann denke ich, werden wir dort uns auch mit einem Sieg verabschieden aus dem Jahr. Aber wichtig ist eben halt, dass auch bei uns alle Leute mitkommen, dass die Leute alle an Bord sind und dass wir natürlich auch eben halt mit einer gewissen Einstellung zum Spiel gehen. Weil wir haben danach auch Weihnachtsfeier und die wollen wir auch vernünftig feiern. Ja, das kann ich mir vorstellen, dann auch an deine Richtung. Fröhliche Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr. Wir sehen uns dann im neuen Jahr wieder zur neuen Sendung von Sport in Schwerin. Und da sehen wir uns dann auch wieder, wenn es wieder heißt Sport in Schwerin beim Schweriner Fernsehen.